war eher so ein Reinkommen am ersten Tag natürlich, klar. Man hat sich gefreut, Kollegen oder Mannschaftskollegen, Staff, alles wieder mal zu sehen nach 4 Wochen. Und dann ja, ist es eine normale Vorbereitung schlussendlich. Es ist zwar sehr, sehr kalt draußen, das erschwert es ein bisschen, muss ich ehrlich zugeben, wenn man es nicht mehr so gewöhnt ist, in dieser Kälte zu trainieren. Aber sonst sind es normale Trainings wie immer in der Vorbereitung. Ein gewisses Volumen hat es jetzt schon nach 3 Tagen. Aber ich glaube, das ist auch wichtig und richtig, dass wir dann wirklich bereit sind und die Saison noch ja, so können weiterspielen können, wie wir es gemacht haben, weil wir wirklich physisch, glaube ich, auf einem guten Niveau sind. Am Samstag findet noch ein Testspiel statt gegen Darmstadt. Es gibt eine Fanfreundschaft zwischen den IB-Fans und denen von Darmstadt. Ist das etwas, was man als Profisportler mitbekommt, als IB-Spieler? Ich muss sagen, ich habe es erst jetzt mitbekommen, wo das Freundschaftsspiel angestanden ist, weil es doch eine gewisse Distanz ist. Jetzt in Deutschland kenne ich es ein bisschen zwischen Vereinen. Hertha zum Beispiel mit Karlsruhe Fanfreundschaft, das hat man immer wieder ein bisschen mitbekommen. Jetzt ist die Distanz ein bisschen grösser, darum hat man es nicht genau gewusst. Aber es ist natürlich schön, wenn so Fanfreundschaften bestehen. Wenn man noch ein Freundschaftsspiel machen kann, gegeneinander das Stadion wieder öffnet, der Böllenfalltour oder das neue Stadion dort wieder öffnet. Und das ist, glaube ich, ja, ein gelungener Anlass, um zusammenzukommen. Und ein gelungener Anlass auch für uns, um zu testen. Weil ich glaube, in der Vorbereitung ist es immer gut, wenn man ein Testspiel hat, um sich ein bisschen ja, zu messen auch und nicht nur zu trainieren, sondern wirklich auch zu spielen. Hast du noch Erinnerungen an Darmstadt? Du hast ja mit Hertha gegen Darmstadt gespielt. Ja, ich habe einmal in Darmstadt gespielt, am alten Böllerfalltour. Die Stimmung war schon überragend. Wir konnten 4-0 gewinnen. Also von dem her, die Erinnerungen sind von dem her sehr, sehr gut. Und sonst, ja, sie sind vor ein paar Jahren mal in die Bundesliga aufgestiegen, haben dort für Furore gesorgt auch, haben sich in der Liga können behalten. Also wirklich haben sehr, 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 sehr gutes Jahr gespielt. Und jetzt auch in dieser Saison wieder sind vorne mit dabei, sind glaube ich sogar Erste in der zweiten Bundesliga. Also von dem her eine gute Mannschaft. Ich kenne auch den Captain von Darmstadt noch persönlich, mit dem habe ich bei Hertha zusammengespielt. Also man hat schon gewisse Bezugspunkte, sage ich jetzt mal.